So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Mal haben wir den Megakampf geschafft. Ich bin immer noch froh. Und jetzt stehen wir hier in Isul und ich habe den Breakdance gemacht. Ja, da lacht einer, der Titan ist auch noch in einem Part dabei, weil den habe ich jetzt noch gezwungen, noch den Part mit aufzunehmen. Und ja, wie... Ich habe mich auch so geweigert. Hallo. Symphonia aufnehmen. Nee. Das geht doch gar nicht, ne, ey. Boah, Alter, nee. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier ein bisschen die Stadt erkunden. Und da mache ich eines gleich mal. Da zeige ich euch kurz. Weil wir können hier ein kleines Minispiel machen. Möchten Sie das machen, Herr Titan? Um was geht's überhaupt? Miau, möchtest du EK spielen? EK? Das bedeutet Emotionskatz. Miau. Oh nee. Wer lebt dasselbe wie ich? Strebe eine Synchronrate von 100% an. Du schaffst es. Wollen Sie spielen oder soll ich? Nein, das machst du. Ich muss, okay. Miau, los geht's. Übernehme ein anderes Spiel. Weil hier müssen wir uns nämlich verschiedene Emotionen, was auch immer, einprägen und dann müssen wir das nachmachen, was er uns sagt. Und ja, Fragezeichen. Muss ich erst ein bisschen einprägen, Moment. Natürlich. Okay, auf geht's. Jetzt immer nachmachen. Ich bin gespannt, ob ich vielleicht die 10 schaffe. Das wäre cool. Aber wenn er immer dann natürlich immer dasselbe macht. Yay! 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 Ja, sehr schön. Ah, also ihr seht, erste Stufe, easy. Ja, da muss man sich quasi merken, wo auf dem Steuerkreuz die Dinger liegen und dann passt er schon. Miau, du hast es geschafft, perfekt. Ich zittere immer noch auf ein Grund. Wir nehmen, miau. Dreimal Apfelgel halten. Miau, ich freue mich so, dass ich dir was gegeben habe. Ach, schon gut, lass uns mal wieder spielen. Ja, die höheren Stufen, die lasse ich einfach mal, weil das ist nutzlos. Da kriegt man dann, ich glaube, in der schwersten Stufe kann man Zitrusgel gewinnen, 3 Stück und ja, ne? Ja. So, ich kaufe übrigens mal wieder ein, weil wir haben ein bisschen was verbraucht. Warum nur? Ich habe keine Ahnung. Wie ist das denn passiert? Wir haben jetzt genug Geld. Ja. Und ja, in der Stadt gibt es sonst eigentlich nichts weiter zu tun, außer storymäßig weiter zu machen. Und das machen wir nochmal direkt. Auf geht's. Tun wir's. Müssen wir nämlich erstmal den hier ansprechen? Ich verkenne keine Passierschiffe. Das ist viel zu gefährlich. Ich konnte auch bloß hierher kommen, weil mich ein Typ namens Eifried mitgenommen hat. Eifried? Nein, der ist nicht mehr hier. Er wollte zurück in seinen Heimatort. Möchten Sie eigentlich auch was synchronisiert, oder? Ach, die normalen dürfen ja nicht. Das machst du. Alles klar. Hi! Ich kann nicht in diese Gefühle bezwingen. Eifried! Punkt. Möchtest du wenigstens Gennis sprechen? Das kann ich machen. Wenn du noch Alfred! Fast! Du nach Eifried suchst? Der soll in seinen Heimatort zurückgekehrt sein. Was sagst du da? Ist das wahr? Ja? Stimmt doch, Leute, oder? Ja, haben wir jedenfalls gehört. Das ist meine Chance! Ich auch noch, du. Schön. Sprichst du gerne so Rain, vielleicht? Kann ich. Okay. Gut, und dann gehen wir doch mal hinterher. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem... Ich renne gegen die Wand. Ich drehe mich einmal rum, um nach der Zeit zu schauen. Und schon renne ich gegen die Wand, so wie sich das gehört. Sieht doch hübsch aus. Was soll er das? Da ist nicht! Er ist in seine Heimat und Louis zurückgekehrt! Ich bitte dich, das Meer ist momentan voller Riesenmonster. Das ist gefährlich und ich werde dich noch nie in Gefahr bringen. Also lass ich dich nicht davon. Schluss, aus, Ende! Na schön, da gebe ich die. Ja, nochmal. Da gebe ich dieses Brief für mich ab! Nein, warum soll ich den. Was? Postillon de Amor! Ich kann kein Französisch, es tut mir leid. Für meine Rivalen spielen. Eben nicht. Hier da, entschuldig mal. Hier?
Nee, erst wer, dann wir. Wer? Wir? Seht ihr ja sonst noch jemanden? Wenn ihr ja wollt, dieses Brief für mich zu Eifel und nach Lohn bringen. Wie sollen wir denn das denn anstellen, wenn wir nicht über den Ozean kommen? Wenn ihr den Brief abgeht, bringe ich Max dazu, euch in sein Boot zu nehmen. Das ist ja wohl die Höhe. Nein, das stand da nicht. Das ist ja wohl nicht dein Anstandard. Egal. Okay. Das ist alles abgemacht. Alles klar, Max? Das mach ich nicht. Sind das einfach Zeit? Willst du damit sagen, dass es egal ist, wenn mein Brief eifrig nicht erreicht? Leila, nein, ich meine, es ist nicht... Ich meine, Was meinst du denn dann? Wenn du weiter den Aufstand probst, mach ich es eben alleine? Okay, ich feier. Verdammt. Hättest du das mal ehrlich gesagt? Dann ist es jetzt an euch. Seht so, dass ihr ihn bekommt. Leilas Brief erhalten. Sie ist ganz schön aggressiv. Sag mir Bescheid, wenn ihr abfahrbereit seid. Hey, und ich würde sagen, das sind wir doch. Auf geht's. Ja, so kommt man auch ins Boot. Seid ihr soweit? Jo. Okay, setzen wir die Segel. Und beschwert euch nicht bei mir, wenn wir auf uns stoßen. Jetzt können wir endlich das nächste Segel suchen. Genau. Ich hatte schon befürchtet, dass ich bei dieser Reise früher oder später auf ein Boot lande. Punkt, Punkt, Punkt. Yay! Mega Geschwindigkeit! Wir sind auf See! Beruhige dich, das ist ja gerade witzig! Willst du vielleicht rausfallen? Ach je, natürlich, dass mein Schiff zu witzig für euch ist! Ich werde fallen! Oh, was für eine Gruppe! Geh doch mal über die Sprechplatte! Ja! Hätte ich die vielleicht vorwarnen sollen, ne? Ja. Oh, die epische Animation auf Epicness kommt jetzt. Du liebst Schiffe-Animationen. Ich liebe Schiffe-Animationen. Die sind so unnötig. Mal ernsthaft. Die sind so unnötig. Schaut's euch an. Was zum Teufel? Oh. Ich hasse es. Ich hasse es. Tralalalala. Grip, grip, grip. Ah, wir sind da. Danke, Max. Was willst du jetzt tun? Ich werde eine Eskorte von einem Kriegsschiff aus meiner Küste verlangen. Pass auf mich auf. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg auf dich nehmen musstest, um uns zu begleiten. Bitte sei vorsichtig auf deiner Rückreise. Ja. Okay, lass uns nach Hinweisen auf der nächsten Siege suchen. Jetzt einfach so, gratis und so? Ja, warum nicht? Die Hafenstadt okay. Palma Costa. Hey. Und hier gibt es erstmal Waffen. 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 Ja, aber erstmal drehe ich da unten die Cutscene. Weil, wenn ich dann zum Partende komme und ich dann abrupt speichern muss, dann, ne? So. Ja, mach ich das erstmal. Plop. Die denkt schon wieder. Au! Kannst du nicht aufpassen? Oh, tut mir leid! Ah, der Palmadon, den wir eben bekommen haben! Das sieht eher aus wie eine zermatschte Melone, aber gut. Das ist richtig. Hey, Lady, du hast heute nirgends wertvoll ertragen. Wie gedenkst du ihn zu ersetzen? Ich werde es sofort ersetzen, beschaffen. Ein Ersatzdrang? Glaubst du wirklich, dass das ausreicht, um meine Ärger zu beschwichtigen? Ach komm schon, jetzt setz dich an wie ein Idiot. Was hast du gesagt? Weißt du eigentlich, wer wir sind? Was soll mich das kümmern? Hey, du Kleiner! Stopp! Gib mich hier so schnell wie möglich weg! Macht jetzt keine Ärger! Genau, sie sollen uns einfach den Palmadrang ersetzen! Hey, da habt ihr aber noch mal Glück gehabt, weil euch bis auf diesen Drang! Lass es sein, Colette. Nein, ich bin jetzt nicht gelaufen! Ich muss dafür bezahlen! Na schön! Ja. Ja. Das wollte ich erstmal triggern, weil da rechts. Oder ich zeige euch kurz, wo der Speicherstand ist. Komm. So viel Zeit muss sein. Geh ich nämlich hier rein? Oder? War das das Richtige? Das war das Falsche. Das war das Falsche. Jo, das war das Falsche. Ja, das ist.
Warte mal, hier konnte ich was prüfen. Moment. Leute. So viel Zeit muss sein. Prüfen. Das ist also der berühmte Palmatrank. Ach, kann ich hier... Ach so, ah, ja genau. Hier konnte ich ja den Palmatrank nicht kaufen, weil hier ist er ausverkauft. Palmatrank, ich fürchte, der ist ausverkauft. Bitte frag später nochmal nach. Es sind so ein paar Flaschen im Regal dabei. Ausverkauft. Ganz klar. Okay. Ganz klar. Restbestände voll aufgekauft. Okay. Das wollte ich echt nicht triggern, aber gut. Deswegen ist es synchronisiert. You should be thankful that we're even willing to spend money for goods from a rundown shack like this. I don't need to hear that from a bunch of filthy designs. I'm not going to sell one single gel to the likes of you. Shugala, stop. But Mom, these are the same monsters that took Grandma away. You've got some nerve talking to us like that, little girl. You keep that up, and we can't guarantee what'll happen to you or the city. Just try it. As long as Governor General Dor is around, we'll never submit to the likes of you. You little... Stop. We'll exceed our quota for this year. We need permission from Lord Magnus to go any further. Huh. Depending on Lord Magnus's mood, you might or might not get to keep that pretty little head of yours. Alle schauen sie weg, außer Leut und Gradus. Ja. Well then, I'm off to work now, Mom. Take care. I apologize for what happened. I'm sure you were startled. Please, relax and take a look around. Ja. Hier kann man übrigens den Palmatrank kaufen. Das werde ich jetzt aber noch nicht machen, weil da trinke ich da drüben gleich das nächste. Und hier, Z-Gespräch und so. Die Einwohner von Palmacosta sind mutig. Yeah! Sie stellen sich den Designs in den Weg. Yeah! Ich wünschte, die Bewohner von Lycelia könnten das hier sehen. Anscheinend ist dieser Tor ein guter Regent! Wir sollten zuerst mit ihm sprechen. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe, aber ich will jetzt eigentlich den Speicherkreis zeigen. Master of Cutscene Triggering. Ich bin da mal weg. Und ist nicht mehr zurückgekehrt, obwohl ich ein braver Junge gewesen bin. Hab ich noch was, hab noch etwas Geduld. Hab es dir versprochen, weißt du noch? Ich werde auf alle Fälle. Nee, es steht da nicht. Ich werde alle retten, die auf die Farm versteckt worden sind. Der lacht sich übrigens immer noch kaputt, der Typ da neben mir. Aber ich bin einsam. Was mir wichtig. Warte, keine Sorge. Mein Vater ist mit allen Leuten in dieser Stadt befreundet. Meine Mutter ist an einer Krankheit gestorben. Aber dein Vater lebt bestimmt auch. Ich bin sicher, er kehrt zurück. Wirklich? Ja, sie wurden alle verschleppt, weil sie sich gegen die Designs gewehrt haben. Ich schwöre, sie retten. Okay, ich werde auf die Rückkehr meines Vaters warten. Du bist ein guter Junge. Lass uns gehen, Kilia. Ja, Vater. Ja, klingt ja schon mal ganz nett, ne? Ja. Wer war das? Gute Junge, gibt's was? Ja. Was? Ja. Kommandator, ich hab Sprachfehler übrigens. Er rekrutiert Soldaten und kämpft gegen die Designs. Er ist ein großartiger Mensch. Nachdem er seine Frau durch eine Krankheit verloren hat, zieht er seine Tochter allein groß. Ich kann nicht sprechen, Alter. So lange, Kommandator hier ist, werden wir uns den Designs nicht unterwerfen. Auch wenn wir auf die Farm verschleppt werden, Dor wird kommen und uns retten. Wir glauben an ihn. Die Leute dieser Stadt sind alle so tapfer. Dieser Dor muss ein großartiger Mensch sein. Wenn ich jetzt da drüben reingehe, drücke ich doch gleich das nächste. Aber da ist der Speicherpunkt. Das Gespräch mache ich jetzt nicht auf. Ach komm, letztes Cutscene-Trigger. Komm. Meine Güte. Sag mal, Gede, solltest du nicht auch auf diese Schule gehen? Ja.
Ja, ich liebe den... Was? Das steht da nicht. Das steht da nicht. Ich kann es ja fast genau gut lesen. Wie der Herr Leisbier. Ich... Wie kriege ich da jetzt auf Liebe drauf? Ich habe ein Empfehlungsschreiben für diese Schule. Achso. Willst du nicht sprechen? Wenn du nicht willst? Ja, dann mach. Du? So ein kleines Kind soll für die... soll für die Palma Costa Elite Akademie ein Empfehlungsschreiben bekommen haben? Dann nimm doch! Ich habe 6 Anläufe gebracht auf die Beeignungsprüfung zu bestehen! Was? Macht euch nicht über ihn lustig! Gennis kann sogar die Multiplikationstabelle aussagen! Was für ein jämmerliches Beispiel ist das denn? Nun, Leute, nun, für Leute ist das höhere Mathematik? Gleich gesetzt ich gern, was? Der Wicht hat bestimmt dasselbe Niveau! Achso, das bin ich. Was? Du kannst Gennis nicht das Wasser reichen. Interessant. Wollt ihr mich herausfordern? Das schaffst du doch, oder? Du hast leicht reden. Lass mal nur annehmen. Du solltest wissen, dass ich der Primus in dieser Akademie bin. Du wirst es später noch bereuen. Ich bereite die Fragen vor. Wird ihr bereit sein? Kommt ihr das in eurer Klassenzimmer im ersten Schock? Ich habe in der letzten Zeit nicht gelernt. Lass uns eine kleine Intensivlektion durchnehmen. Wir sollen nur mal in den krassen Raum binden. Wo war der Speicherpunkt? War der nicht hier? In der Schule? Bin ich jetzt total verwirrt? War der nicht im Inn? Hä? Was? Weil ich komme jetzt hier nicht mehr raus, ne? Alter, das ist, was ist das für ein Fail-Part? Das ist ja schlimm. Da müssen wir leider ein bisschen überziehen, den Part. Ich ja. Alter, was? Ja, mache ich alles, wenn ich allein spiele. Okay. Dann müssen wir jetzt das leider erst noch machen. Also, Gennis und ich ein paar Sachen wiederholen. Könnt ihr auch auf die... Was? Könnt ihr auch ein bisschen... Was ist heute los mit mir? Alter! Das ist eine gute Gelegenheit. Uff! Ja, ich gebe mein Bestes! Punkt, Punkt. Beginnen wir mit den imaginären Zahlen. Gute Idee. Mit denen hattest du mal Schwierigkeiten. Was hat Lloyd in den Ruinen von... Trit von Kratos gelernt? Guardian! Uff, bezog sich der Wert, den 9,8, den Gennis im Osterfall erwähnt hat. Entschleunigung infolge von Schwerkraft, jawohl. Wo wurde Lloyd geboren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist an der Zeit, in den Prüfungsraum zu gehen. Okay, ich bin bereit. Letztes Cutscene-Trigger. Schlimm! Also gut, beginnen wir mit der Prüfung. Ich werde nicht verlieren. Ich habe gehört, was hier vor sich geht. Wie der Rest der Fan ist, habe ich die Fragen vom Rennen. Setzt euch! Die anderen können die Prüfung auch ablegen. Was? Ich auch? Ja, versuch es einfach. Und los! Ganz viele Punkte. Ich gebe nun die Ergebnisse bekannt. Den letzten Platz belegt Lloyd Irving mit 25! Wahnsinn! 25! Das ist bislang dein bestes Ergebnis, Lloyd! Gratuliere! Die anderen folgen diese Reihenfolge: Colette Brunel, 210! Was? Ich von 100? Und 400! Chronos Aurion 380! Rain Sage 400! Nicht, dass wir von Professor Rain etwas anderes als Perfektion erwarten würden. Jetzt gebe ich die Ergebnisse von Gennis und Mighty bekannt. Mighty Washington 398! Gennis Sage 400! Ich hab's geschafft! Das ist unmöglich! Jetzt bist du platt! Gennis ist unglaublich! Ich
verloren. Es tut mir leid, dass ich mich... was? Dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Ich werde mit allem fertig. Ich muss sagen, das ist ziemlich weit rum. Ja, er ist schon sehr weit für sein Alter. Kein Wunder, dass er einen Fehler für unsere Schule erinnert. Wie wär's? Möchtest du hier bleiben und hier bei uns bleiben und mit uns lernen? Ja, mach das. Falsche Stimme. Ja, mach das. Du wirst wahrscheinlich... Das Bemerkenswerteste. Du würdest wahrscheinlich das Bemerkenswerteste Genie werden, das ich jemals auf die Schule besucht habe. Super, Dennis. Es geht schon in Ordnung, wenn du hier bleiben möchtest. Ich meine, solltest du hier wirklich bleiben? Wirklich? Nein, ich bleibe weiter bei euch. Ich komme zurück und studiere hier, wenn endlich Frieden herrscht. Bist du sicher? Natürlich, ich habe doch gesagt, dass ich dir nie von deiner Seite weichen werde. Yeah! Nun gebe ich dir dieses Zertifikat, mit dem du der Akademie beitreten kannst. Du kannst jederzeit kommen, wenn deine Reise beendet ist. Das werde ich. Kennst du halt den Titel Primus? Und jetzt möchte ich doch bitte zum Speicherpunkt endlich. Ich dachte, hier drin ist ein Speicherpunkt, verdammt! Nein, hier ist kein Speicherpunkt. Oh, der ist sogar besser. Ja, also ihr merkt vielleicht, dass ich nicht sehr oft mit dem Leitspiel dieses Spiel bis es aufgenommen habe. Ah, Hilfe, synchronisieren. Meine Güte. So, wo war jetzt dieser verdammte Speicherpunkt? Da war doch kein Inn auf dem Weg. Links in der Stadt. Am besten, wie auch immer. Da komme ich doch jetzt gar nicht hin. Doch, ich nicht hin. Ah, doch. Hier ist der Speicherpunkt. Ach Gott. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, leichter Überlegepart, ja, 23 Minuten, egal. Auf jeden Fall, das war's dann mal wieder für heute von Let's Play Tales of Symphonia. Und ja, ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Ciao.